Wahrscheinlich. Was denkst du? Schatz? Wahrscheinlich. Da ist sie nackt. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen ein paar flaue Flecken. Sie sieht ein bisschen blessiert aus. Oh, neue Klamotten. Geh mal. Sind ja genug hier. Dina? Jesse? Was seid ihr? Je mehr, desto besser. Hey, sieh mal, Joe. Dein Lieblingsstreifen. Nee, der ist so ruhig. Ah, ich kann mal die Ritze hier rumgucken. Weil du tust ja hinten hier reingucken. Ne. Anscheinend ist hier auch nichts. Ne, ne. Also, sinnlos. Ein bisschen zu viel Rumkriecherei kann man hier machen. Und Versteckerei. Oder nicht? Und durchschmuggeln. Oh. Dina? Blut. Jesse? Oh, Blut. Da gerade links, wenn der da auf dem Boden sieht so aus wie. Links, links, links? Hier sieht so aus wie frisches Blut. Nö, sieht aus wie Dreck. Hat aber gerade eben so rot geleuchtet, Entschuldigung. So? Oh! Steck ein. Es ist queer. Alles klar. Hockeyspieler. Nachdem er seinen 10. Mordprozess verloren hatte, beschloss dieser ehemalige Staatsanwalt, dass er genug von Justizsystem hatte. An jedem Abend zog er sich ein Kostüm an und ermordete den Beschuldigten, den er nur Stunden zuvor freigelassen worden war. Als Esquire lässt er seitdem jeden Verbrecher, der seine gerechte Strafe entkommt, durch seine eigene Vergehens büßen. Von Presse und Öffentlichkeit als gesetzloser Verfechter der Selbstjustiz geächtet und von den Verbrecheropfern heimlich gefeiert, sorgt er pausenlos für seine eigene Vision von Gerechtigkeit. Neutraler Schurke! Ja, gut. Wo sind die zwei? Du hast einen Speicherstand extra dafür. Ah, da sieht die halt gar nicht komisch aus. So ist die Melodie. Ein bisschen tödlich aus. Meinst du, das ist Fieber oder so? Sie hatte eine harte Nacht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten. Du hättest mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich
verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und ist es okay für dich, Tina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl, er nimmt sie jetzt heimlich mit. Die sieht krank aus. Nicht schwanger. Die Tür von uns verriegeln. Okay. Los geht's. Laut deiner Karte liegt das Aquarium am Strand. Also hier lang. Ja. Mann, wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Okay, hoch mit dir. Genieß es. Okay. Um den Schwungrum zu lecken. Entschuldigung. Komm auf zum Schrank, kannst du ein bisschen schwimmen gehen. Na, auf jeden Fall, wenn sie jetzt eine lesbische Beziehung haben, haben sie ja später keine Probleme mehr, ein Kind zu kriegen, wenn sie sich eins wünschen. Ich gehe im Aquarium nach Tommy suchen. Sie ist mal positiv. Ich erzähle dir, dass du es wusstest. Zu das. Das Aquarium meine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf und sie sind gestorben. Ich schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Ich muss da was essen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause. Ja. Ist ein paar der Arschloch hier am Leben liegen? Jeder sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Nein. Nein, jetzt lügst aber du, Ja, das andere, was den bei ihm hat man schon so mitgekriegt, dass man ihm nicht direkt vertrauen sollte. Oder? Hat man auch schon mitgekriegt, ne? Mhm. Ja, dass man eher so ein indirekt gesundes Vertrauen haben sollte. Dein Ernst? Habe ich gerade einen Schnüffeln oder so gehört? Die Melodie gefällt mir gar nicht. Ach, er ist da einfach durchgekommen. Ach, schön. Wir machen uns wie immer
einfacher. Und einfacher Umweg, keine Ahnung. Wir sind es so gewohnt. Ach, durch die Fensterscheibe. Blockiert? Ja. Ich gehe hier durch. Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht gegen Joel? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja. Stimmt wohl. Ja, und wobei. Joel hat ihr eigentlich noch das Leben gerettet. Und was war der Dank? Einfach mal töten. Das ist schon lange so schlecht. Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Du wärst beeindruckt gewesen. Oh ja. Ihr solltet mal sich nicht anlegen. Na, mit ihr auch nicht. Ich glaube, sie hat schon ein bisschen mehr erlebt, ne? Ich sag ja jetzt nur... Wie hieß jetzt nochmal? Tina? Hilda? Tina? Nee, nee, die warst du gerade im... Noah? Genau. Nora. Nora. Tom Metra war früher ein freundlicher, mitfühlender Teenager und musste wegen ihrer Weichheit viel Sport ertragen. Doch alles änderte sich mit dem Ausbruch einer latenten genetischen Mutation. Sie erlangte die Fähigkeit, den mentalen Schmerz anderer in kinetische Energie umzuwandeln. Je größer der Schmerz, desto kraftvoller das Ergebnis. Heute ermöglicht ihr ihre Arbeit als Kriminalpsychologin, die schlimmsten Geschehnisse im Leben anderer Menschen zu absorbieren und sie buchstäblich als Munition gegen diejenigen einzusetzen, die sie früher gequält haben. Viele verdächtigen Tormeter sich an Schmerzdingen zu laben, die ihren früheren Ausbrüchen im Weg standen, um so einen endlosen Kreis des Leidens zu erschaffen. Neutraler Schurken. Aha, ja, ja, gut. Das ist böse, wa? Na, jetzt hast du den Schrott. Viel Spaß, Schatz. Wo hat sie das jetzt her? Schatz. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, ob es jetzt dran war. Eine graue Entfernung ein. Ja, eine neue Entfernung ein. Ah. Gut. Bling! Was blinkt? Nee, hier hat gerade Blink gemacht. Achso. Hat er was gemacht? Ich hab mal ein Medikit gemacht. Besser wie nix. Ah, da hast du recht. Ja, wie hat Schalke schon gesagt, ich sollte nicht jedem vertrauen. In der Apokalypse sowieso nie. Na, dann stell dir mal vor, er findet vielleicht jetzt heraus, dass sie immun ist. Für das Wohl seines Kindes. Wisst ihr, wie ich meine? Könnte nicht ganz gut kommen. Und du? Hey, hilf mir mal. Oder? Mhm. Oh, die Einzige, die jetzt jemand hätte machen können, ist er tot. Nämlich der Doktor und die andere. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hat so. Sie sagt es dir sicher. Komm ich hier irgendwo durch, um mal Krach zu machen? Nein, komm ich natürlich nicht. Fenster alle dicht.
an, was das für mir es schaffen. Die geht da lang. Water! Really? Gib mir doch Deckung! Oh, recht raus. Nö, ich will gar nicht. Dann lieber wenigstens. Geradeaus! Linke! Geradeaus, bitte! Wir haben das hier drüben! Ja, ich bin ja nicht in meine Tasche gegangen, um das anzuholen. Hab ich! Ich hab deine schon benutzt und dann hab ich deinen Schlüssel rausgenommen. Achso. Mann! Ach, okay. Naja, nicht so schlimm. Kann ich mir das vorstellen, und du? Führen Krieg mit dem. Warum ist er sonst so angepisst auf Joel? Aber ganz ernst, es ist eine Apokalypse. Ich habe gehört, man nennt sie Scars. Es ist verständlich, aber auch. Tel Aviv. Und nur damit er sein eigenes Ego und die nächste Tochter nicht verliert. Ja, ja. Wie sagt man so schön auf Taten? Folgen und Konsequenzen. Und er hat somit die Menschheit eigentlich dem Tode verurteilt. Oder nicht? Mhm. Weil das ist jetzt wahrscheinlich die einzigste logische Erklärung, warum sie so aggressiv auf Joel war. Oder? Vor allem in der Schotte die Beine weggeballert. Ja, das wäre jetzt die einzige logische Erklärung, dass die so aggressiv auf ihn ist. Hast du nicht gesehen, wie sie ihn noch gefoltert hat? Also, das kommt nicht von irgendwo her. Oder? Die braucht ein Anti-Aggressionstraining. Ja, damit Joel. Oder? Das war das Anti-Aggressionspüppchen. Oh, Brechstange.
Frauchen muss nicht. Ich habe ja da jetzt nur weiter so lange untersucht. Alles gut. Was sind das alles für Poster? Aber jetzt wissen wir, warum. Moment. Was ist hier passiert? So gezittert hat. Wahrscheinlich hat sie jetzt die komplette Wahrheit erfahren. Was der einzige Tod ist und so. Und wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Zuzüglich dann noch mit der Rachelust und so. Ja. Und Störungen im Gehirn. Oder? Ein kleines Zitter. Also was ich ja noch komisch fand, sie meinte, sie ist fertig mit Joe. Aber trotzdem geht sie jetzt für ihn auf Rache. Ja, das ist halt Widerspruch an sich. Oder? Ja, wahrscheinlich, weil das Problem ist, es war fertig mit so. Aber die, ich sag mal, väterlichen, die familiären Gefühle sind noch drin. Wohin? Wegen Dina. Oder sie hat das mit den Jahren verstanden, warum er es getan hat. Das kann ich mir auch denken. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Riesenrad. Was für ein Chaos. Das ist so an. Das ist gleich neben dem Riesenrad. Dann hoffe ich mal, dass Tommy das auch weiß. Verdammt. Müssen wir wohl schwimmen? Ich kann nicht schwimmen. Ups. Ich das rein. Alter, die sah jetzt gerade tot aus. Okay. Wohin jetzt? Mit der Wohnung der Weg entführt. Ich arbeite dran. Wie gut hier, mach ich doch nicht, werde gucken. Na, kann man fassen. Oh, Medizin. Na? Oh. Oh. Schock. Ah. Oh, schon wieder Stalker. Noch was? Oh. Hoppala. Ist da noch was übrig? Wasser, ja. Ups. Da klebt doch was an der Decke. Ja. Ich glaub schon. Ich glaub. Da war was an der Decke. Nettes Physikchen. Einfach Physik. Alter, was war denn das? Hat die da eine Claymore angeklatscht oder so, dass das so eine Wirkung hatte?
Krag, mich nicht. Das sah doch gar nicht so aus, oder? Warum liegt das sonst oben auf der Decke? Oder hängt es oben an der Decke? Ja. Das ist mehr! Darf ich jetzt lesen? Danke. Nehme ich mir jetzt mal die Kamera. Okay, das war's. War da noch Schusswaffen? Aus wie eine Sandkasse. Ja, ich glaube, du hast recht. Können wir mal lesen. Die Garagen- An das arme Schwein, das mich findet. Ich kann kaum den Stift halten, aber alle in der Basis müssen das wissen. Ich wurde überfallen, als ich auf dem Weg zu Misha war, um mir beim Monowheel-Posten zu unterstützen. Und ich schwöre, einer der Scar hat wie unser Grey ausgesehen. Scheiße, mir ist es so schwindig. Kann bitte jemand diese verflogene Mistkerle für mich abknallen und sagt Misha, dass es mir leid tut. Ich habe wirklich versucht, mich zu beeilen. Scheiße? Was? Von wem war das? Knapse dir ein Küsschen und das sogar aufs Nüsschen. Nein, nicht aufs Nüsschen. Schnapse mir nur ein paar Küsschen. Hier lang. Okay. Fischi! Warum denn nicht? Kriech. Du kommst da durch? Mal sehen. Kommst du da durch? Ich wäre gekommen, weißt du. Du gesagt hast, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab so Joel auch gesehen. Was mir passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Ein Schrein wäre gereicht. Joel hat dich auch sehr gemocht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so. Aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Nett. Nur weil ich Asiate bin? Ernsthaft? Bist du nur hier dran? Nicht wahr? Nicht weit. Doch, ich will die Karte haben. Ich will die Karte haben! Teenager war sie, sind nicht Teenager. Die schüchterne junge Teenager erkannte schon früh, dass ihre Singstimme eine hypnotische Wirkung hat. Aber sie hat gerade erst dabei, diese Fähigkeit zu vervollkommen, da sie selbst von vermehrten Missbrauch fliehen musste. Sie ist eine absolute Verfechterin der freien Willens. Sie weiß, was es heißt, dieses zu verlieren und kann es oft nicht über sich erbringen, in andere zu nehmen. Dementsprechend setzt sie ihre Kraft nur als allerletztes Mittel ein. Das macht sie für die Suzio Champion zu einem schwierigen Verbündeten, aber sie als Ass im Ärmel zu haben, hat sich schon mehr als einmal ausgezahlt. Ja, okay.